Da klappert irgendwas. Ach, im nächsten Video. Hier haben wir auch schon die Lösung für das laute Klonggeräusch, und zwar haben diese Gummis auf den Federn hinten gefehlt. Das hat der Vorbesitzer höchstwahrscheinlich vergessen beim Einbau der neuen Federn, und die kommen hier jetzt einfach oben drauf. Und dann gibt es noch ein kleines Upgrade, und zwar diese Blechringe. Die kommen hier unten auf die Federn und sind einfach für den Wasserabfluss da, und dass die Federn nicht mehr rosten. Jetzt kommt das alles zusammen wieder hier rauf. Und dann sollte das Problem eigentlich behoben sein. Beide Sachen habe ich original bei Mercedes gekauft. Den Blechling gibt es für 3 Euro und das Gummi für 4 Euro. Heißt, das Klonggeräusch haben wir mit ungefähr 20 Euro repariert. Und los. Der federt jetzt zwar besser, aber das Geräusch ist immer noch nicht weg. Könnte eventuell hier ran liegen. Und so sieht ein neues Teil, original von Mercedes, aus. Und das kommt da jetzt rein. Ja, das kann ich ja auch sonst mal nochmal neu. Und das kommt da jetzt rein. Ist nicht wahr? Nein. Und wie kommt das da jetzt rein? Das macht jetzt mein Mechaniker. Das ist mein Mechaniker. Der gute Uwe. Ich dachte nicht, der Uwe. Nenn doch wenigstens Gerold oder so, Alter. Gerold. Was ist das für eine Dreckskanne? Schrott geworden. Plotfist, alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, war es auf jeden Fall nicht. Genauso wie alle anderen Sachen, die am Fahrwerk getauscht worden sind. Aber an meinem Fahrwerk ist jetzt alles neu. Ursache wie immer, ein 2-Euro-Artikel. Dieser Auspuff ist nicht original. Vielen Dank an den lieben Vorbesitzer. Er passt nicht perfekt und schlägt daher immer an die Karosse. Aber weil ich nur mit Profis zusammenarbeite, haben wir es hingefuscht. Klonggeräusch beseitigt. Hat ja auch nur 100 Jahre gedauert. Verbaut bitte nicht so einen Müll bei euren Autos. Danke!
Warum ist ja eigentlich schon wieder der ganze Motor auseinandergebaut? Das seht ihr im nächsten Video. Ich sag nur ein Wort: Kette.